Arm. Ich komme gleich wieder, ich hole mir auch kurz das Trinken. Gefechtsstation! Das wird ein ziemlich spannendes Spiel hier. Das, Das hängt davon ab, was, wie gut ich treffe und wie viel Shima-Torps und Gearing-Torps ich fresse. Wir haben sogar mehr DDs, das heißt, wir kriegen natürlich, was das andere betrifft, ein bisschen mehr auf die Fresse. Ja gut, das sind aber alles nur Gammelcruiser. Bis auf die Donskoy und die Hindenburg. Hindenburg, Rhon und Hindenburg? Ja gut, die sind tun mir jetzt beide keine nicht weh. Gammelkreuze. Ja, wenn du geengelt bist, das. Ja, das ich habe nicht sein. Vor, denen auch nur einen Hauch meiner Breitseite zu zeigen. Unsere Gearing fährt erstmal geradeaus in eine Insel. Auf jeden Fall auch ein interessanter Ansatz. Katapultjäger in der Luft. Was ist denn das für ein Cruiser da hinten, unsere Ibuki? Ja, das ist okay. Einzige Problem sind tatsächlich die Torps von denen. Gegnerische Streitkräfte entdeckt. Kommt hier zu uns, Mogami und Amagi, okay. Warum geht die Ibuki so alleine da? Das weiß ich noch nicht so genau, was er machen möchte. Alter, die North Carolina an Luck. Nicht getroffen habe. Also kümmert sich auf jeden Fall mal schön um die Schlachtschiffe, wenn die nicht geengelt sind. Ja, erstmal fährt mir unsere Hipper gerade vorweg, dass sie nicht schießen können, weil ich ihm sonst ja das blase. Und du kannst schon mal an die Bremsen treten. Ich kümmere mich um die Mogami. Ich würde auch gerne auf irgendwas schießen, aber es ist leider nicht machbar, weil ich von allen Seiten hier gerade bedrängt werde. Dazu. Gut gemacht. Fubuki rechte Seite. Alter, dann nicht die. Der muss eigentlich im Feuerhagel vergehen, weil. Oh, die Atago komplett. Der Zwingen Cruiser gebeached, kann das sein? Auf jeden Fall hat sich schon mal die Atago von denen gebeached. Ja, so viel steht fest. Den meinte ich. Und der kommt da keinen Meter vorwärts. Torpedos direkt voraus. Oh, jetzt bewegt er sich. Na gut, entweder Fuck you.
Ich bin hier leider schon wieder die Speerspitze. Sollte ich eigentlich gar nicht sein diesmal. Naja, die andere Yamato ist auch da. Okay, links kommen Hindenburg, Donskoy. Ein Hipper kommt hier bei mir. Und vor mir kommen die Fubuki Torps. Torpedos voraus. Einschlag bestätigt. Und die, weiß ich nicht, Torps. Könnten ein Atago sein. Not sure. Ja. Ja, nee. Fünfer sein. Alter. Shima? Maybe. Einfressig. Wir haben ein Leck unterhalb der Wasserlinie. Wir laufen schnell voll. Ja, ihr sollt pushen, ihr Mongos. Ihr sollt nicht stopp, Yamato. Problem gelöst. Man scheißt doch auf die Battleships, push doch bitte vor mir her. Das ist doch nicht so schwer eigentlich. Die Battleships sind überhaupt keine Bedrohung für irgendeinen von uns. Die haben so viel Schiss vor mir. Hipper links. Ja, die ist da drin schon, kann nichts mehr gegen machen. Ich sehe Spooky down, Ärger. Ja, die ist down. Vor mir ist dann irgendwo die Shima oder was auch immer das ist. Kann ich dir nicht sagen. Wenn unsere DDs jetzt bitte einfach mal vor mich fahren könnten, wäre das extrem geil. Scheiß machst du, ich fahre die ganze Zeit schon die Viertelkraft. Das passiert einfach gar nichts. Auch noch links. Jetzt habe ich natürlich ein Problem, weil unsere DDs einfach mal nicht offen hier los. Jetzt muss ich. Pass auf. Jetzt habe ich eine Hipper zu meiner Linken, jetzt habe ich eine Dings, eine Carolina zu meiner Rechten und es ist so das Typische. Ah, okay, vielleicht kriege ich den Smoke da. Boah, es ist so lächerlich. Es ist so verfickt lächerlich. Ja, ich habe zwei Fronttürme verloren, nur wegen den Spasten wieder. Ey, das ist ein Witz, ich kann nur noch hinten schießen. Einfach mal gescoutet hätten, wäre alles nicht passiert. Ja, die sind einfach unfähig. Die smoken sie mich vor allen Dingen noch mit gleich ein. Weil die smoken alle drei und sitzen jetzt hier. So lächerlich, ohne Witz, so lächerlich. Dass ich jetzt nur mit der. Oh Gott. Die beiden DDs sind mittlerweile hochgefahren. Das heißt, ich kann eigentlich hier extrem nice reinfahren. Machen, was ich will. Mach die Northkill da hinten. Biete mir gerade Breitseite an. Leck des Reich, Todes. Schießt er auf mich, oder?
kann ich. Wie denn? Von oben oder was? Ja, von links neben mir. Okay, die haben die Shima und Dings schon tot. Okay, das ist nicht gut. Wir müssen langsam mal hier anfangen. Ich stehe hier und kann nichts machen, weil unsere andere Yama hinter mir noch ist. Und auf mich hier drei Battleships momentan ballern. Gut, die Yama versucht jetzt wahrscheinlich wieder oben zu. Nee, nee, unsere Yama kommt schon runter. Ich kann halt nur noch. Oh mein Gott, ey. Das ist echt bitter jetzt hier, wie das gelaufen ist. Die Amagi müssen wir doch langsam mal down kriegen, oder? Die schießt uns gerade total hier auf mich, ja. Keine Ahnung, ich schieße normalerweise nicht auf Ziele, die irgendwie noch 10% AP haben. Aber in dem Fall scheint kein Weg dran vorbeizuführen. Ich werde hier so gleich auf die Fresse kriegen, weil ich nur noch so fahren kann. Hier hat noch 3000 HP, ey. Problem gelöst. Ja, ich schieße auch schon drauf, aber wie gesagt, bei mir ist halt so schlecht mit Dings. Das war schon mal wichtig, beides. Guck, ob ich das kriege endlich, ey. Irgendwas schießt dann oben auf mich, was ja, zur Hölle? Ich hab zwei Feuer jetzt auf mir. Die habe ich jetzt endlich erstmal. Wir haben ein gegnerisches Schlachtschiff versenkt. Jetzt muss so bald mal hier Feierabend sein mit der komischen Carolina. Die schießen alle. Ne, die schießen mit HE so krass zusammen gerade. Ich hab jetzt drei Feuer drauf, kann aber 8 Sekunden klären zum Glück. Ich wünschte, ich könnte mir helfen, aber ich kann leider nicht. Jetzt muss doch mal Feierabend sein hier. Gut, nächste. Fast keine HP mehr. Ich schieß mal jetzt nur noch nach hinten. Ja, du musst aber nach vorne. Ja, ja, ich werde einfach wegfahren. Ich muss auf die North Carolina gehen, auf die andere. Ich kann in 35 Sekunden nochmal repairen. Was ist denn? Was kommt denn da hinter mir? Eine Tirpitz. Okay, gut. Ja, ich slow mal down, weil ich will lange auf die schießen können. Weil die schöne Breitseite zu mir die zeigt. Die wird ja hoffentlich auch ein bisschen von unseren anderen Leuten da beschäftigt. Ja, ja, die Yamato und so, Tippets, Tipper, die sind da voll drauf. Ja. Okay, ich sehe jetzt hier gleich die andere, Carolina. Das ist gut. Danke, danke, dass ich dieses Spiel gewinnen durfte. Ja, wenn man es mit Plan vorgeht, geht's. Aber warum unsere Idee so zögerlich war, ne? Ich habe ungefähr alles an Achievements, was irgendwie ging, außer Confederate und Dings. Warum auch immer. Warum ich kein Confederate bekommen habe, weiß der Geier, ey. Ja, ich hatte nur noch 50%, Ich hab hier Feuerfest bekommen, also ich hab 40% allein durch meine HP an durch Brand verloren. First Blood habe ich gemacht, Dreadnought sowieso bekommen, Devastating Strike am Anfang und ja, Herr Kelber habe ich am Ende mit der letzten Salve noch bekommen. Ich habe, also die andere Yamato können wir mal recommenden, der hat auch ganz gut gespielt eigentlich. 187.000 Damage. Ich habe alle drei Battleships versenkt von denen und die Mogami am Anfang mit dem Devastating. Nette Sache auf jeden Fall. Und Plus gemacht, weil ich überlebt habe. Ich habe... Ah, ne, kein Plus. Mit dem Premium Repairs und so. Ja gut, das reißt halt echt runter, dann ist schon richtig. Egal.